Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Set Preview. Heute schauen wir uns das nächste große Hauptset an fürs TCG. Wir haben gerade erst Savage Strike bekommen und werfen aber trotzdem schon mal einen Blick auf das, was noch kommt. Nämlich auf Dark Neostorm, das nächste Set. Im Savage Strike Set haben wir sehr, sehr viele Synchro-Monster. In diesem Set geht es ein bisschen mehr um Xyz-Monster. Auch interessant. Das Set ist im OCG bereits erschienen, 12. Januar. Wir bekommen es am 3. Mai. Interessanterweise wird es keine wirklich neuen Archetypes geben, aber sehr viel Support für alte Themen. Beispielsweise, es gibt neue Karten für die Angriffsmodus-Karten, es gibt neue Dino-Wrestler, es gibt Weathery-Support, es gibt Support für Cloudians, es gibt so viele Sachen da drin. Fürs TCG, die Exclusive-Karten, wurden bereits ein Burning Abyss-Monster, Danger- und Valkyren-Karten angekündigt. Wir wissen noch nicht genau welche, wobei wir bei dem Burning Abyss-Monster ziemlich sicher sein können, dass es Cherubini sein könnte. Nun gut, wir werfen heute einen Blick auf die Liste. Sind wir immer 100 Karten. So sehen die Karten aus, die wir bereits kennen, beziehungsweise von denen wir bereits wissen. Es sind noch viele offen, denn wie gesagt, wir wissen noch nicht, was wir im TCG als Exclusives bekommen. Und ja, das steht natürlich noch aus. Da schauen wir dann so ein, zwei Wochen, bevor das Set rauskommt, nochmal rein, wenn wir es bis dahin schon wissen. Ich denke aber schon. Und ja, heute beschäftigen wir uns wieder mal mit Freak Cards. Was sind Freak Cards? Ich zeige euch mal die Freak Cards aus diesem Set. Freak Cards sind Karten, die irgendwie so in keine Kategorie reinpassen und irgendwie einfach kurios und komisch sind. Meistens auch ein ziemlich spezielles Artwork haben, wie das Pferdchen da beispielsweise. Es sind meistens so die letzten zwei, drei Karten einer Kategorie, also bei den Monstern so meistens um die 38 bis 40 rum. Bei den Zauberkarten ist es dann auch am Ende der Zauberkarten, des Zauberkarten-Teils quasi, und auch bei den Fallenkarten sind so die letzten zwei, drei Fallenkarten immer ein bisschen komisch, ein bisschen speziell, gehören zu keinem speziellen Thema, sondern sind einfach ganz allgemeine Generic-Karten, die teilweise ganz lustige Effekte haben können. Nun gut, wir wollen uns heute mal, wie gesagt, mit den Freak Cards aus diesem Set auseinandersetzen. Wir beginnen gleich mit dem ersten Monster, nämlich dem Vogel hier. Ja, Witch Starling. Nette Karte. Ich finde das Artwork super cool, die gefällt mir sehr, sehr gut. Der Vogel ist nice und die Beeren, die die Stufensterne darstellen, finde ich auch cool gemacht, denn genau darum geht es beim Effekt der Karte. Es ist ein Monster mit 1000 Angriffs- und 1500 Verteidigungspunkten, Stufe 4, ein geflügeltes Ungeheuer. Wie die meisten ist es ein Windmonster und hat folgenden Effekt. Diese Karte erhält Effekte entsprechend der Main-Monster-Zone, in der sie liegt. Wenn sie ganz links liegt, erhöhe die Stufe dieser Karte um 4, dann ist sie also ein Stufe 8-Monster. Ganz rechts erhöht die Stufe dieser Karte um 3, dann habt ihr ein Stufe 7-Monster. In der Mitte habt ihr dann eine Stufe 6-Monster, dann erhöht die Stufe um 2. Und alle anderen Zonen, also im Prinzip die 2 direkt unter den Extra-Monster-Zonen, die geben euch einen Stern dazu. Das kann dann ganz praktisch sein, wenn ihr auf Link-Beschwörungen aus seid, wenn ihr einfach hochstufige Monster braucht, um irgendwelche Effekte zu zünden. Aber gerade für die Xyz-Beschwörungen, die ja in diesem Set hier auch ein bisschen nochmal promoted werden, ist es natürlich eine Top-Karte. Es ist ein bisschen langsam natürlich, ihr müsst die irgendwie aufs Spielfeld bekommen, frisst eure Normals sammeln, das ist jetzt nicht die beste Karte, aber es ist ein ganz nettes Gimmick und er kann euch durchaus die ein oder andere Xyz-Beschwörung erleichtern. Ich finde sie witzig, mir gefällt das Artwork und ich bin gespannt, ob wir die als Rare bekommen oder als Common. Wahrscheinlich wird es eine Common werden. Ich hätte sie allerdings gerne in Super Rare gesehen, einfach vom Bild her wäre das nice. Aber ich denke, es wird eine Common werden. Könnte ich mir vorstellen. Wir werden es dann sehen. Kommen wir zur nächsten Karte. Das ist die hier. Dieses nette, süße Pony. Handy Gallop. Oh, ich liebe dieses Ding jetzt schon. Ist es nicht knuffig? Ich find's cool. Das sind diese zwei Pferde im Hintergrund, die da richtig rennen. Und vorne ist dieses kleine, süße Pony, das irgendwie alles überholt mit diesem... Ich glaube, es sind Jetdüsen, die es da auf dem Rücken trägt. Wirklich cool. Also ich mag das Ding jetzt schon. Es hat keine Angriffspunkte, es hat keine Verteidigungspunkte. Es hat Stufe 1 und ist ein Ungeheuer. Auch wenn das kleine Viechchen hier absolut nicht wie ein Ungeheuer ausschaut, aber das ist ein anderes Thema. Kann nicht direkt angreifen. Erhält Angriffspunkte in Höhe der Differenz zwischen deinen Lifepoints und den Lifepoints deines Gegners. Wenn deine Lifepoints höher sind als die deines Gegners, erhältst du allen Kampfschaden, den dein Gegner aus Kämpfen, an denen diese Karte beteiligt ist, erhalten würde. Das heißt, wenn ihr jetzt 1000 Lebenspunkte habt und der Gegner hat 7000 Lebenspunkte, dann hat die Karte hier einfach mal so 6000 Angriffspunkte. Was ganz nett ist, wenn ihr aber 7000 Punkte habt und der Gegner hat 1000 Punkte, dann hat die Karte hier immer noch 6000 Angriffspunkte, aber ihr steckt den ganzen Schaden ein, den ihr austeilt mit Handy Gallop.
Also eine ziemlich zweischneidige Geschichte. Kann ganz nett sein, wenn man im Hintertreffen ist, um über ein paar Monster rüberzuschlagen. Ist, glaube ich, aber in den meisten Situationen einfach viel zu situationsabhängig. Und eine Karte, die ich jetzt nicht unbedingt spielen würde, die aber trotzdem super cool ist. Ich freue mich schon, die in meinen Binder zu haben. Nächste Karte, Low Cupid. Ja, ein Feenmonster. Immer schön, wenn wir Feen-Support bekommen. Die hier kann nicht durch Kampf zerstört werden, außer durch ein Monster, das eine höhere Stufe hat als sie selber. Einmal pro Spielzug in der Standby-Phase könnt ihr dann die Stufe der Karte hier sogar noch um 1 erhöhen. Also mit jeder Standby-Phase wird die Karte im Prinzip schwieriger im Kampf zu zerstören. Ja gut, die Karte ist jetzt nicht sonderlich stark. 18 oder Angriffspunkte ist ganz solide für ein Stufe 4-Monster. Ein Feenmonster und ein Lichtmonster zu sein hat auch so seine Vorteile. Man kann beispielsweise Honest benutzen. Ich sehe jetzt nicht wirklich ein Deck, wo man sie spielen könnte. Ich finde sie aber trotzdem ganz witzig. Und es ist halt eben eine Freak-Card, die muss man nicht spielen, die muss man einfach nur gern haben. Kommen wir zur nächsten Karte. Wir sind bei den Spells. Spellcast Cave. Ja, die ist ziemlich nice. Mir gefällt auch der Magier da im Hintergrund mit seinem kleinen Zauberzirkel. Es ist wirklich eine coole Karte. Ist eine Spielfeldzauberkarte und hat folgenden Effekt. Falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, kann dein Gegner keine Monstereffekte aktivieren oder Angriffe deklarieren. Falls du mehr Monster kontrollierst als dein Gegner, kannst du keine Monstereffekte aktivieren oder Angriffe deklarieren. Einmal pro Spielzug, während der Endphase, falls du gleich viele Monster kontrollierst wie dein Gegner, zerstöre diese Karte. Das ist ein spannender Effekt, gerade für Stun-Decks ist das eine definitiv interessante Geschichte. Ich denke da so an Chainburn beispielsweise, die ja problemlos ohne Monster auskommen. Wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Wenn man das First Turn macht und kein Monster spielt, würde sie in der Endphase zerstört werden, denn auch der Gegner hat im Normalfall ja dann kein Monster auf dem Spielfeld. Was man natürlich machen kann, ist ein Monster hinzusetzen, das sich selbst opfert. Oder aber irgendwie dafür zu sorgen, dass der Gegner halt erst ein Monster spielen muss oder ihm Token gibt oder irgendwie sowas und so auf die gleiche Anzahl Karten kommt. Ist im Chainburn-Deck auch durchaus machbar. Auch in anderen Stun-Decks kann man die Karte definitiv spielen. Dass sie jetzt Einzug in irgendein Meta-Deck findet, sehe ich aktuell nicht so wirklich. Ich meine, klar, ihr könntet sie theoretisch schon in ein oder anderen Deck spielen. Altergeist wäre vielleicht eine Variante. Nervt euch aber ehrlich gesagt mehr als den Gegner. Von daher würde ich sein lassen. Freak Card at its best und eine interessante Geschichte. Tolles Artwork auch, finde ich. Ich bin gespannt, was man da so alles basteln kann damit. Ich werde mich definitiv mal dran setzen, ein paar nette Deck-Ideen sammeln. Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr die Karte hier abusen könnt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich immer davon, euch zu hören, was ihr so für Ideen habt. Es kursieren auch online ein paar Videos, die Karte schon ausprobiert haben. Und ein interessanter Effekt auf jeden Fall. Das geht für mich so in die Richtung von Chicken Game. Einfach so eine Field Spell, die einen weirden Effekt hat und irgendwie doch ganz lustig sein könnte. Apropos ganz lustig und interessant und weird, kommen wir zur nächsten Freak Card und zwar die hier. Mordschlag. Ja, kurze Info vorweg. Mordschlag ist genau das, was ihr auf dem Artwork der Karte sieht, man schnappt sich sein Schwert an der Klinge und schlägt mit beiden Händen mit dem Griff der Klinge quasi auf den Gegner ein. Das ist offenbar eine Technik aus dem deutschen Schwertkampf, es scheint irgendwie hier den Ursprung zu haben. Sagt zumindest Wikipedia, wusste ich auch nicht, ist aber eine ganz interessante Sache. Kann man natürlich nur machen, wenn man sich Handschuhe angezogen hat und sich dann nicht an dem Ding schneidet. Also für einen Ritter definitiv machbar, für alles andere ist das vielleicht nicht gerade optimal. Naja, das ist auf jeden Fall eine Ausrüstungszauberkarte und ihr könnt nur ein Monster damit ausrüsten, das normal beschworen oder gesetzt wurde. Das ausgerüstete Monster bleibt dann von den aktivierten Effekten aller spezialbeschworenen Monster des Gegners unberührt. Wenn es gegen ein spezialbeschworenes Monster des Gegners kämpft, verliert das gegnerische Monster Angriffspunkte und Verteidigungspunkte in Höhe der Grund-ATK des Monsters, das ihr ausgerüstet habt. Heißt, wenn ihr mit einem Monster angreift, das 1800 Angriffspunkte hat, verliert das gegnerische Monster eben genau diese 1800 Punkte in seinem Angriff und in der Verteidigung. Kann ganz nett sein, um über was rüberzukommen. Definitiv eine interessante Ausrüstungskarte für Decks, die kleinere Monster spielen. Sobald die Monster aber halt zu klein werden, lohnt sich die ganze Sache auch nicht mehr. Denn so 400-500 Punkte abziehen bringt nichts, wenn du selbst nur 400-500 Punkte im Angriff hast. Ja. Zusätzlich dürften es nur normal beschworene Monster sein. Auch das macht nicht jedes Deck sehr gerne.
Von dem her, ich weiß nicht. Bei der Karte bin ich mir so ein bisschen unsicher. Ich sehe nicht ganz, warum man sie spielen sollte. Ich meine, klar, es schützt eure Monster. Es muss aber halt ein Monster sein, was nicht spezial beschworen wurde. Und es darf eigentlich auch nicht allzu schwach sein, denn sonst ist der Effekt, den es im Kampf hat, der ist dann einfach nicht so wirklich wirksam. Also, ja. Vom Schutzeffekt her ganz nice, ansonsten würde ich dann doch eher Moon Mirror Shield spielen, aber na, das ist eine andere Sache. Nächste Karte. Stand In. Ja, cooles Artwork. Das stell dich ein. Ja, nett. Biete ein Monster als Tribut an, dann wähle ein Monster im Friedhof deines Gegners mit dem gleichen Grundtyp und Attribut wie das als Tribut angebotene Monster als Ziel. Beschwöre es als Spezialbeschwörung auf dein Spielfeld. Das könnte im Mirror-Match definitiv lustig sein. Es ist quasi so eine Art Reborn mit Schnelleffekt, die halt nur auf dem gegnerischen Friedhof funktioniert. Und du musst noch eine Karte dafür opfern. Es ist schon ein bisschen aufwendig, kann aber ganz lustig sein. Competitive ist das jetzt, glaube ich, eher weniger. Und so sehe ich zumindest im Moment nicht. Wenn ihr das anders seht, Kommentare sind da für euch. Schreibt es mir rein. Ich freue mich schon, von euch zu hören. Wir schauen uns lieber mal die nächste Karte an, denn auch die ist ganz lustig. Die nennt sich Creature Disconnect. Wähle ein offenes Nicht-Link-Monster, das du kontrollierst, und ein Link-Monster, das dein Gegner kontrolliert, als Ziel. Ändere die Kontrolle über beide Monster. Ja. Als ich die zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so ein bisschen, warum soll man die spielen, wenn man Kreaturentausch hat? Naja, Kreaturentausch erlaubt es, den Gegner auszuwählen, welches Monster er euch gibt, und ihr wählt aus, was ihr ihm gebt. Hier dürft ihr selber aussuchen, welches Link-Monster ihr denn vom Gegner bekommen möchtet. Das ist ganz nett. Kann natürlich auch euch ein paar Main-Monster-Zonen aufschließen für Extra-Deck-Beschwörungen. Denn die Monster, die ihr klaut beim Gegner, die kommen nicht in eure Main, in eure Extra-Monster-Zone, sondern die landen in der Main-Monster-Zone. Wenn das Ding also dann nach links und rechts zeigt, ist das schon mal gar nicht mal so schlecht. Trotzdem die Karte... kann ganz lustig sein. Auch hier competitive, wie die meisten Freak-Cards. Wahrscheinlich eher eine Randerscheinung. Nächste Karte ist eine Falle. Wir sind bei den Fallen angekommen. Sie nennt sich Manhunt, ist eine permanente Fallenkarte. Ihr könnt sie aktivieren, indem ihr ein offenes Monster wählt, das der Gegner kontrolliert und es euch auf eure Spielfeldseite zieht. Solange das Monster dann aber kontrolliert, könnt ihr weder damit angreifen, noch könnt ihr seine Effekte aktivieren. Wenn das Monster dann das Spielfeld verlässt, zerstört ihr die Manhunt-Karte hier. Ja, so eine Art kleiner Schnappstahl für offene Monster des Gegners. Ihr könnt halt damit dann nicht angreifen oder Effekte nutzen, aber ihr könnt euch so lästige Sachen vom gegnerischen Board entfernen, die euch mit ihren Perma-Effekten irgendwie von Sachen abhalten oder die euch Beschwörungen negieren können, lauter solches Zeugs. Und ihr könnt natürlich mit dem Monster auch Link- und Xyz-Beschwörungen durchführen, so ist es nicht. Ist eine lustige Karte. Könnte den ein oder anderen Zweck definitiv erfüllen. Ich bin mal gespannt, ob die gespielt wird. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Eure Meinung, wie gesagt, ab in die Kommis damit. Nächste Fallenkarte ist Snowman-Effekt. Und die finde ich richtig cool. Die ist echt nice. Ihr dürft ein Monster werden, das ihr kontrolliert. Und es hält dann bis zur Endphase Angriffspunkte in Höhe der Grund-ATK aller anderen Monster, die ihr derzeit kontrolliert. Einziger Nachteil, es darf in dem Spielzug nicht direkt angreifen. Es darf aber problemlos auf andere Monster einprügeln. Es kann ziemlich interessant sein, wenn ihr so ein paar Danger-Monster vielleicht auf dem Spielfeld habt, die alle so 2800 Punkte haben oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und ihr eins davon dann auswählt und dann einfach alle Angriffspunkte da drauf schaufelt. Das ist ziemlich nice und kann euch gerade auch in der Defensive helfen. Ist halt auch wieder eine Fallenkarte, ist relativ langsam, anfällig gegen Spell-Trap-Removal. Also competitive nicht das Beste, aber definitiv ein lustiger Effekt und mal was anderes. Ja, dann haben wir noch eine letzte Karte und zwar nennt sie sich Dice Roulette. Werfe einen sechsseitigen Würfel und wende diesen Effekt an, entsprechend wessen Zug es ist. Dein Zug. Verbanne Karten von deinem Friedhof in Höhe des Ergebnisses. Dann, falls das Ergebnis 1 war, lege 6 Karten von deinem Deck auf den Friedhof. 6 Karten zu melden ist schon ziemlich nice. Verbannen ist nicht ganz so toll, das kommt ein bisschen aufs Deck drauf an. Wenn ihr jetzt irgendwie so ein Lightsworn Twilight Zombie-Ding spielen wollt, ist das gar nicht mal so übel. Ihr könnt dann Dinge verbannen, wie beispielsweise euren Dino oder andere Karten, die sich
im Friedhof bzw. aus dem Spiel entfernen lassen, um ihre Effekte zu nutzen, wie die Shiranuis beispielsweise. Also es kann ganz lustig sein, wenn es der generische Zug war, funktioniert es quasi andersrum, dann legt ihr Karten in Höhe des Ergebnisses vom Deck auf den Friedhof und falls das Ergebnis dann 1 war, müsst ihr eine Karte vom Friedhof verbannen. Das ist schon besser, also ich würde die Karte dann schon eher im generischen Zug aktivieren, ist ja auch einfacher, da müsst ihr nur einen halben Zug quasi warten, bis ihr die Karte nutzen könnt. Also durchaus eine Karte, die ganz witzig ist, ist halt ein bisschen langsamer und in der Regel können andere Karten euch wesentlich zuverlässiger euer Deck millen als Dice Roulette hier. Trotzdem, witzige Karte und das Artwork ist wie immer auch super cool. Ich mag diese kleinen Spielereien mit diesen Zufallsrädern da, das ist schon hübsch gemacht. Ja, das waren sie schon, die Freak-Cards aus diesem Set. Wir werden uns natürlich auch die anderen Support-Karten aus Dark Neo Storm noch anschauen. Da gibt es noch einiges. Wie gesagt, Orcus bekommen Support. Es gibt Support für die Angriffsmodus-Karten. Die sind sehr, sehr cool. Die schauen wir uns definitiv dann als nächstes noch an. Und so viel Zeugs, was alten Themen ein bisschen auf die Sprünge helfen soll. Madolce hat auch Karten drin beispielsweise. Also es ist definitiv ein Set, was man sich mal anschauen kann und was wir uns auch anschauen werden. Das war es jetzt aber mal für heute mit den Freak Cards. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Das würde mich sehr freuen. Lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr nicht die nächsten Videos hier auf dem Kanal. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin, schönen Tag und ciao Leute.